Internes Wastegate, externes Wastegate, Druckdose. Was bedeuten diese Begriffe? Das sogenannte Wastegate ist dafür da, die Abgase um die Abgaswelle herumzuleiten, um den Ladedruck im Turbolader zu begrenzen. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Es ist irgendwann hier drin ein gewisser Druck, ein gewisser Abgasstrom erreicht, um die Welle auf die Geschwindigkeit zu bringen, die benötigt wird, um den Ladedruck aufzubauen. Logischerweise kann dieser Zustand, das Füllen dieses Abgasgehäuses, nicht bis zum Ende des Drehzahlbandes bestehen, weil sonst habe ich irgendwann einen zu großen Ladedruck oder ein viel zu spätes Ansprechverhalten, weil der Ladedruck dann erst bei höchster Drehzahl erreicht werden würde. Jetzt muss ich dafür sorgen, oder es muss dafür gesorgt werden, dass die Abgase nicht komplett auf diese Welle treffen, sondern irgendwo dann auch mal limitiert, schrägstrich begrenzt werden. Dafür gibt es das Wastegate. Das interne Wastegate bedeutet im Prinzip nur, dass hier drin in dem Abgasgehäuse eine kleine Klappe verbaut ist. Und diese Klappe wird gesteuert durch die Druckdose, geht dann auf, wenn der Ladedruck erreicht wird, und lässt die Abgase herumleiten. Warum heißt das Ganze internes Wastegate? Es ist intern im Turbolader verbaut. Ein internes Wastegate ist immer in Kombination mit einer Druckdose. Das heißt, die Druckdose sitzt hier draußen dran und bewegt diese Klappe. Mal hört man Druckdose, mal hört man Wastegate intern etc. Es ist immer diese Kombination aus den beiden. Die Druckdose öffnet diese Klappe. So, und was bedeutet jetzt externes Wastegate? Ein externes Wastegate sieht meistens so aus und hat vom Aufbau her die Abgasseite auch, ähnlich wie beim Turbolader. Und diese Druckdose, die wir hier am Turbolader verbaut haben, ist hier in diesem Gehäuse sozusagen verbaut. Das ist alles eins. Hier drin sitzt dann das Ventil und das wird geöffnet, wenn der Ladedruck erreicht ist, der erreicht werden soll. Der Vorteil von so einem Wastegate ist in erster Linie, ich sage jetzt mal für Motoren mit größerer Leistung, wo mehr Abgase durchs Wastegate strömen müssen, durch ein großes Volumen von einem Motor, wo dann wieder ein kleinerer Turbolader verbaut ist. Immer dann, wenn ich mehr Abgase durchs Wastegate bringen möchte, brauche ich in der Regel ein externes Wastegate, weil irgendwann ist diese Klappe an Grenzen gesetzt. Das externe Wastegate sitzt dann im Prinzip hier am Abgaskrümmer. Je nachdem, wie der Abgaskrümmer gebaut ist, mal hier, es gibt verschiedene Varianten logischerweise. Aber vom Prinzip her muss dieses externe Wastegate vor dem Turbolader sitzen und leitet dann schon im Bereich des Krümmers die Abgase in das externe Wastegate, beziehungsweise Wastegate bleibt geschlossen, in die Abgasseite des Turboladers. Wenn der Ladedruck erreicht ist, ist das unsere Druckdose, öffnet dieses Ventil, zack, und die Abgase gehen vorbei, genauso wie hier bei der Klappe. Das ist praktisch eine nach außen verlegte Klappe. Ob ihr jetzt das externe Wastegate braucht oder nicht, gehört weitestgehend zu einem, ich sag jetzt mal, Expertenwissen, gehört jetzt hier in diese Videoserie nicht rein. Wenn ihr weiterführende Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch die ganze Serie anguckt. Unten in der Beschreibung von dem Video ist der Link zur Playlist zum Thema Turbolader einfach erklärt. Danke fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Like, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Video.